Hey, ich bin Shaw, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Horror-Game. Wir spielen jetzt Eldritch Cove. Das ist eine Amnesia-Mod im Silent Hill-Style. Und wir starten mal ein neues Spiel und gucken uns das Ganze an. Ich bin gespannt. Und ich hoffe mir, dass es vielleicht so ein bisschen in die Richtung von, wie hieß das denn nochmal? Wir haben schon mal so eine Half-Life-Mod gespielt. 5 years ago, my life turned upside down. I used to own a small cargo ship, and one day I took in a hitchhiker. That day the ship was headed for Madden Island. I wish I could remember what happened, but I can't. I was knocked out late in the evening, and the next thing I know was someone waking me up on the beach, among my ship's wreckage. Unfortunately to me, some horrid events went down when I was passed out. Not too long after being rescued from the abandoned island, I got police knocking on my door. Oh, okay. Wir sind also ein Schiffsmensch und haben jemanden angeheuert, der mitfuhr, und wir konnten uns dann aber nicht mehr erinnern, was passiert ist, und sind quasi in unserem Schiffswrack aufgewacht und an einer Insel gestrandet. Ja. Ja. Ist schon eine unangenehme Atmosphäre. Dass der Wind draußen macht, dass ich mich unwohl fühle. Ja, das ist direkt Amnesia-Style hier. Zeitungsartikel. 21 Leute sind in einem Kultritual gestorben. Ein mysteriöser Mord ist hervorgekommen, den die Polizei The Madden Island Zwischenfall nennt. Eine Routineuntersuchung führte zu der Entdeckung eines Untergrundkomplexes, in dem mehrere Kultisten die Insel besetzt haben und geschlachtet wurden. Und andere wurden an die Wände gekettet und sind verhungert. Okay. Ein weiterer severely mutilated man, keine Ahnung, wurde unter einer näher gelegenen Höhle gefunden. Dieser Mann wurde später als Clyde Roscoe identifiziert, den Besitzer der Insel. Kein direkter Zeuge wurde gefunden, wie auch immer. Die Polizei hat jemanden, malnourished man, ich weiß nicht, was malnourished heißt, könnt ihr euch vielleicht überlegen, also einen Mann gefunden, der auf der Insel gestrandet war. Er hat behauptet, dass sein Boot in der Nähe der Insel in einem unbekannten oder unerklärlichen Unfall gecrashed ist. Neben ihm hat nur ein weiterer Passagier überlebt. Wie der Captain Ethan Roscoe sagte, hat er quasi einen Hitchhiker, den er halt mitgenommen hat, zur Insel auf sein Boot angeheuert oder so. Roscoe's Kinship, keine Ahnung. To one of the deceased lead the police to mark him. The prime subject. Okay, er steht unter Hauptverdacht deswegen. Weitere Untersuchungen haben sogar gezeigt, dass es ein potenzielles Motiv für Ethan gibt. Irgendwas mit seinen und Clydes Vater, Hinterlassenschaft, also Inheritance ist Erbschaft, so. Wie auch immer. Nachdem Roscoe in einer mentalen Institution in der Nähe wiedergefunden wurde, hat sein mentaler Zustand verhindert, dass irgendwie was ausgeführt wurde. Der Schiffskapitän wurde seitdem mit den Morden in Verbindung gebracht. Wie auch immer, es fehlt an Beweisen, und das führte vor Gericht dazu, dass er unschuldig
dass er unschuldig war. Ethan Roscoe ist von dem von der Nervenheilanstalt bald entkommen und ist aktuell gesucht. Der Artikel ist vor mehreren Jahren erschienen. Alles klar. They couldn't charge me. There was no evidence. But ever since then I've been wondering what happened on that day. Was I really innocent? Because of being involved in that case, no one wants to hire me around here. Not only that, but when my boat crashed, I suffered a brain injury. I could have been fine, if not for the few days I spent stranded on the island without any medical help. Ever since the accident, I've been having visions and auditory hallucinations, especially under stress. So here I am. My life is in ruins. The only thing which matters to me anymore is the truth about that night. And the only one that can know the truth is Ethan Roscoe. Ah, okay. Also Ethan Roscoe ist der Kapitän und wir sind derjenige, der angeheuert hat. So habe ich das jetzt verstanden. Ja, es war die schlimmste Nacht seines Lebens und er kann sich ja nichts erinnern. Das einzige Ziel, dummerweise leidet er auch an, hat er auch einen Hirnschaden erlitten, dadurch, dass er ihm halt nicht sofort geholfen werden konnte nach dem Crash. Und das führt zu Halluzinationen, zu audiovisuellen Halluzinationen. So, ja, so, viel gelesen hier am Anfang. Das kommt immer besonders gut an. Oh. Wenn du ein Objekt nimmst. Ja, ziehen, werfen, zack. Oh, ja, genug. Okay. Ist genauso wie Amnesia. Kenne ich alles schon. Stimmt ja. So, schade. Wir können nicht sehen, was da auf dem Computer steht, oder? Das ist der Ort, wo ich meine Forschung mache. Genauso viel wie in der Bücherei, um es ehrlich zu sein. Oh ja, wir können ja Schubladen öffnen. Geil, ich erinnere mich. Oh, ein Schlüssel. Da ist ein Schlüssel aufgehoben. Alles klar. Also wir haben hier ein bisschen Rätsel, ein bisschen Horror. Bin gespannt, wie groß der Horror sein wird. Bücher können wir nicht rausmachen. Okay. Es ist eine Total Conversion Mod, so wie ich das verstanden habe. Also von Amnesia sehen wir hier nicht mehr. Was? Move the mouse in order to move the door. Okay. Ja, okay. Haben wir ja. Hier hängt noch was. Der verrückte Schwimmer. Ein peculiar Zwischenfall hat einen Fischerort verstört. Einer der Fishermen hat einen ertrunkenen Mann gerettet, oder einer, der gerade dabei war zu ertrinken, der ungewöhnlicherweise die Küste lang schwamm. Nicht dadurch. Als Entschuldigung hat er... was? Als Entschuldigung? Hä? Oder Erklärung? Keine Ahnung. Es kam heraus, dass der Mann komplett durcheinander war. Er hat über das Erwachen der Vergessenen geschrien. Und er hat nicht auf irgendwelche Fragen reagiert oder geantwortet. Und ist einfach nur in seinem Status geblieben, dass er panisch war. Und wurde deswegen halt in eine mentale Institution gebracht, eingewiesen. Ja? Also Irrenanstalt quasi. Der Verrückte wurde als Ethan Roscoe identifiziert. Es kam heraus, dass er der Bruder des Besitzers der kürzlich verlassenen Madden Island ist. So entstehen natürlich Fragen, inwieweit er in das Verschwinden der Menschen involviert ist, die in diesem Platz wohnten. Wie auch immer, er war keine Hilfe bei der Untersuchung. Ethan Roscoe ist quasi entkommen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Gut, das wissen wir ja alles schon. Also er ist quasi von der Insel weggeschwommen, oder was? Okay. Aber wir haben Schlüssel. Wie können wir den benutzen? Rechtsklick? Ah, Doppelklick? Ah, alles klar. So. Schön abschließen. Das Schlimmste ist geschafft hier. Hinweis, du brauchst eine Taschenlampe,
bevor sie angemacht werden kann. Ja. Oh, oh, cool. Alles klar. Sehr schön. Die nahe Nacht. It seems peculiar. Ich weiß immer noch nicht, was peculiar heißt. Gruselig, unangenehm. Schön. Chuck, komm her. Die stellen wir mal hier hin. Oder wir stellen dich auf den Fernseher. Oder hier rein. Kannst du Fernsehen gucken. Ach so, so ein bisschen Richtung Cthulhu-Mythos soll das auch noch gehen. Ne? Wo ich gerade gelesen habe. Die Alten und sowas alles. Kennt er ja bestimmt. So, was haben wir hier? Verschwunden. Julie Hodson wurde seit über einer Woche nicht mehr gesehen. Sie ist in den Urlaub gefahren und sollte da eigentlich in der Town von Eldridge Cove bleiben. Julie wurde das letzte Mal an einer Tankstation 10 Meilen entfernt von Eldridge Cove gesehen. Sie hat nicht in ein Hotel eingecheckt und wurde auch nicht in der Stadt gesehen. Falls du Informationen hast, ruf bitte an. Okay, eine vermisste Frau. Ist ja geil, wie hier sogar das Wasser verschüttet ist. End cool. Und wer ist das? My Hero. Ist das nicht dieser Regisseur? Ja, dieser Regisseur hier, der... Ah, wie heißt er denn nochmal? Der so ganz komischen Film gemacht hat, aber... Er selber denkt, das ist der beste Film überhaupt. Warte mal, warum... Das ist auch noch meine Wohnung hier. Ich war im Arbeitszimmer eingeschlossen. Warum habe ich mich selber im Arbeitszimmer eingeschlossen? Ist auch egal. Wir gucken uns weiter hier um. Okay, das wird wahrscheinlich doch länger dauern. Okay, benutze das Medikit, um deine Gesundheit zu erhöhen. Um es zu benutzen, klick einfach doppelt auf das Icon in deinem Inventar. Gut, gut, gut. Englische Spiele, immer schwierig, ne? Ich hoffe, ich stotter nicht allzu sehr. Aber die Texte werden bestimmt auch einfacher, so nach und nach. Hallo? Noch ein Chuck. Hier, Wasser für dich. Zack. So. Ein Paket noch. Okay, da geht's raus. Hier ist meine Küche. Scheiße, so fühle ich mich auch. Ein bisschen die Bude sauber machen. War schon ziemlich geil, Amnesia. Oh, oh, was ist das denn? Du hast eine Figurine gefunden. Wenn du genug von ihnen hast, findest du sie vielleicht hilfreich, um Geheimnisse zu lösen. Ja? Sehe ich die hier irgendwo? Gesundheit ist gut. geistige Gesundheit. Du bist nicht verrückt, aber ignorant zur Wahrheit. Hier haben wir das Journal. Dokumente. Wichtige Dokumente haben wir noch nicht gefunden. Ah ja, okay. Ziele. Keine Ziele. Okay. Taschenlampe haben wir nicht. Wahrscheinlich müssen wir dann auch wie in Amnesia Original. Anstatt Öl. Batterien finden. Das würde mich jetzt nicht wundern. Na, mal gucken, ob ich das hier in einer Session durchgespielt kriege. Na gut, das ist ein erbärmlicher Haushalt hier. Das ist schon cool, was sie so alles eingefügt haben. Besteck und so, ne? Teller. Kann ich die Mikrowelle aufmachen? Das geht leider nicht. Ja, ja. Absolut gesund. Absolut gesunder Verstand, ne? Deswegen werfen wir auch die Teller hier durch die Gegend. Oh, hier ist noch ein Zettel. Was haben wir da? Harrowing Delivery, also Lieferung. Ein Unfall eines Schiffscontainers hat einen ungewöhnlichen Blick veröffentlicht. Da war ein Körper, eine Person da. Ich dachte, es wäre eine Mumie, aber es hat sich bewegt, sagte ein Angestellter. Plötzlich hat mich jemand auf den Kopf gehauen und ich bin weggetreten. Als ich aufgewacht bin, war das Ding auf einmal weg. Sender, also Absender und Ziel des Containers sind unbekannt. The Culprit. Ah, ich habe es letztens noch gelesen, was das heißt. Culprit. Zeugen oder sowas? Irgendjemand hat auf jeden Fall aus den Aufzeichnungen gestrichen.
So, wahrscheinlich brauche ich noch einen Schlüssel? Ich brauche noch einen Schlüssel. Wo könnte der andere Schlüssel sein? Im Kühlschrank? Im Schrank? Ich habe doch alles durchsucht, oder nicht? Habe ich nicht alles durchsucht? Da ist noch was. Discarded papers from the research. It should throw them out someday. Okay. Papier von den Nachforschern. Ich sollte es irgendwann wegwerfen. Okay, wo könnte mein Schlüssel sein? Vielleicht brauche ich erst eine Taschenlampe oder so. Hier habe ich ja schon nachgeguckt, ne? Hm. Da unten ist noch eine Schachtel. Können wir nicht öffnen. Buch. Okay, okay. Auch die können wir nicht öffnen. Hier sind noch Schubladen. Vielleicht hier irgendwo drin. Da ist auch noch ein Buch drin. Oh, ein weiterer Zettel. A peculiar drawing. Was ist schon wieder peculiar? Scheiße. Hm. To R.A. Benloff. Das ist Cthulhu hier. Der sitzende Cthulhu. Ich wusste es. Irgendwas 1934. Ich kann es leider nicht lesen. Given to his trivial drawing of this. H.P. Lovecraft. Ah, sehr cool. Sehr cool. Immerhin. So. Oh, Chuck, das tut mir leid. Peculiar. Julia. Wie zum Teufel komme ich aus dieser Wohnung raus? Direkt am Anfang stuck hier von dem Spiel. Oh, hier ist noch eine Note. Die Stadt der verschwundenen Leute. Die Stadt Eldridge Cove hat die, ja, Bekanntheit, unschöne Bekanntheit über die Jahre erreicht. Und sein Charme verloren. Seit 1894 sind Dutzende Leute aus unüblichen Gründen oder aus Gründen verschwunden. Alle von ihnen sind irgendwie Richtung Eldridge Cove gegangen. In diesen Tagen wurde niemand mehr gefunden. Die Stadtbewohner hat niemals viel zu sagen. Einmal konnte man einmal davon hören, dass es schlechtes Glück in der Stadt gibt. Oder Coincidences, also irgendwie Zwischenfälle oder so. Wie auch immer. Sie bleiben weg von dem Ort oder sowas. Offizielle Untersuchungen von privaten Untersuchern und geheime Beobachtungen haben niemals irgendwelche Hinweise gebracht. Ungewöhnlich genug ist die Stadt selber sicher und ruhig. Und trotz den wachsenden Zweifeln für fehlenden Tourismus. Es sieht so aus, dass nur insane person would go to Eldridge Cove. Also nur eine verrückte Person würde nach Eldridge Cove gehen. Gut, haben wir das auch gefunden. Huh. Alles klar. Ja, alles klar. Hallo? Suchst du nach mir? Komm spielen. Ich habe dir ein Geschenk gesendet. Oh, das ist cool. Okay. Ein Zugticket. Ohne Rückweg. Single adult. Nach Eldridge Cove. Date any, route any. Gültig bis zum Tod. Preis, schön in die Stadt. Nicht zurückbezahlt. Ich hoffe, du wirst kommen.
Ein Ziel wurde in dein Tagebuch hinzugefügt. Um schnell auf dein Tagebuch oder dein Ziel zuzugreifen. Drücke M. Versichere dich, das zu prüfen. Wenn du nicht weiterkommst, Zeit zu gehen. Okay, alles klar. Ruhe da drüben jetzt! Schade, geht nicht. Exit. Trail to Threshold. Oh, cool, sogar mit U-Bahn. Ah, ist ja geil hier. Oh, hier. Ach, das war eine Cthulhu-Statue. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Fahren wir denn wirklich? Ich fühle mich nicht danach rauszuspringen. Okay, ich auch nicht. Jemand hat sein Radio vergessen. As the congressional debate over gun control flares up yet again, we regret to report the murder of a wife and her two children by their husband and father. The father purchased the rifle used in the crime at his local gun store 2 days earlier. This brutal killing took place while the family was gathered at home on a Sunday afternoon. The day of the crime, the father went to the trunk of his car, retrieved the rifle, and shot his wife as she was cleaning up his shoes. What? What? Ist das nicht der Bericht aus PT? Das sind wohl die seltsamen Eigenschaften, die mit meinem Kopf passieren, hä? Hier, Kette. Ein Schlüssel. Was habe ich da genommen? Station. Eldridge Code. Der ist cool. Und jetzt sind wir in Silent Hill. Also wir haben hier alles, ne? Wir haben PT, wir haben Silent Hill, wir haben Cthulhu. Ah? Das kann doch nur ein Like sein auf dem Video, oder? Danke. So, erstmal am Stromkasten rumfummeln. Nee, doch nicht. Schade. Oh. Ich mag die Atmosphäre. Alchem Miller hieß das Spiel übrigens, die Mod, die wir schon mal gespielt haben. Also die Amnesia-Mod, ne, die Silent Hill-Mod. Ich traue mich nicht, über die Gleise zu gehen hier. Okay, ich muss auf die andere Seite. Oh, ganz schnell. Glück gehabt. Okay, wir sind am Bahnhof. In Eldridge Cove? Jetzt? Wahrscheinlich schon, ne? Ist eine Luke. Ja, ich suche alles gut ab, ne? Nach Cthulhu-Figuren. Oh, die Gasflasche, die ist hoffentlich sicher, ne? Die ist bestimmt sicher. Ja, garantiert. Ja. Ah, ist auch zu. Okay, auf jeden Fall muss man sich alles gut angucken, weil das dann möglicherweise erst die Events triggert. Können wir einfach mal bei den Zaun springen vielleicht? Oder die Gleise lang gehen. Ich guck mal, ob wir hier drüber kommen. Das wäre doch zu einfach. Oh. Oh. Doch, wir kommen drüber. Irgendwie. Ob das so geplant war? Wie komme ich denn zurück? Ich glaube nicht, dass das geplant war. Ich glaube nicht, dass das war nicht geplant. Das war nicht geplant. Hier kann man ja nichts machen. Scheiße. Da hinten ist die Map auch zu Ende. Ich habe auch immer ein Glück. Ich habe auch immer ein... Safe and exit. Back to the game. Haben wir hier irgendwie... Tja, das ist natürlich blöd, ne? Das war jetzt ein bisschen dumm, würde ich sagen. Ich jetzt speichere, habe ich vielleicht...
versuch's mal anders. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich konnte einfach einen alten Safe-Game laden. Wenn ich beendet habe und wieder reingegangen bin, dann stand ich wieder hinter dem Scheißzaun. Also ja, gut, okay. Oh, ich kann lehnen. Gut, also möglicherweise müssen wir die Gleisen lang. Oder werden jetzt von einem Zug über... was? Vielleicht die andere Richtung? Ich könnte mir vorstellen, dass wir in diese Luke kriechen müssen. Aber wie? Ich könnte auch einfach dabei in den Zaun springen. Da steht ja ein Auto, ne? Mehrere. Sollte klappen, aber das machen wir hinterher. Guck mal, eben hier noch. Irgendwas stimmt mit dieser Stadt nicht. Wie bin ich in diese Stadt gekommen? Vor allem, warum bin ich am Bahnhof, wenn ich mit der U-Bahn gefahren bin? Fragen über Fragen. Hui. Okay. Und hier ist... Oh, doch, da war was. Was war hier? Eine alte Figur. Ah, okay. Wir haben die Sammelfigur gefunden. Das ist schön. Das ist schön, dass wir hier noch eine Figur gefunden haben. Okay. Das ist scheinbar ein Bug. Also in der Tat... sollten wir in die Richtung gehen. Und dann nicht das Ende der Map vorfinden. Ich renne mal nicht, vielleicht liegt es daran. Sondern eigentlich wieder am Bahnhof rauskommen. Warum das hier nicht funktioniert, keine Ahnung. Also eigentlich sollten wir wieder am Bahnhof rauskommen. Keine Ahnung, warum das hier nicht funktioniert. Keine Ahnung. Funktioniert nicht. Nö. Also, das Spiel ist broken. Schade. Habe ich umsonst aufgenommen, wahrscheinlich. Seit ich weiß, wie ich das irgendwie fixen kann. Weil dann kommst du nämlich wieder, also, wie es eigentlich sein sollte. Du rennst hier lang und kommst wieder am Bahnhof an. Aber das funktioniert hier nicht. Hm. Schade. Schade, schade, schade. Ich versuche mal eine Sache. Ich lade nochmal den Zug vorher. Train. Und hoffe, dass wir es dann irgendwie hinkriegen. So, alles normal gespielt. Versuchen wir mal unser Glück. Wenn wir jetzt direkt mal hier lang gehen. Ob das funktioniert. Jetzt hat's geklappt. So sollte es eigentlich sein. Keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Also wahrscheinlich, weil ich durch den Sprung hier drüber habe ich es wahrscheinlich kaputt gemacht. So, und jetzt die Luke auf. Hm. Soll ich besser nicht anfassen. Okay, eine Note. Torn Page from the Unacknowledged History. Eine ausgerissene Seite von der, ja, Geschichte, die nicht wahrgenommen wird. Manchmal bedeckt ein dicker Nebel die Stadt von Eldritch Cove. Die Leute hören seltsame Geräusche, aber sehen niemals etwas. Dieses Ereignis wird die Suche genannt, aber keiner der erinnert sich wirklich, was die Ursache von diesem Namen war. Eine Sache ist jedoch sicher, die Suche ist verknüpft zu Menschen, die in dieser Gegend verschwunden sind. Jedes Mal, wenn sich der Nebel erhebt, wird mindestens ein vermissten Personenfall veröffentlicht. Es gibt noch ein weiteres Detail, das scheinbar an die Suche gebunden ist. Jedes Mal, wenn es passiert... kommt ein mysteriöser Zug an.
die Leute, die am Bahnhof arbeiten, sagen, dass der Zug unangekündigt ist und keine berichtbare Nummer an sich trägt. Was noch peculiar, außergewöhnlich oder unheimlich ist, vielleicht sowas. Denn normalerweise verlässt nur eine Person den Zug und verschwindet, bevor irgendjemand mit ihm reden kann. Ja, das sind dann wohl wir. Da juckt es mich am Bein. Okay, wo sind wir jetzt? Oh, wir haben eine Taschenlampe. Das ist ein Flashlight. I'm glad to know that you arrived. Now, if you want to ever leave this town, I'm gonna need you to find some things for me first. They are the artifacts. Artifacts? The problem is, I don't know what they look like. Finding that out is up to you. Good luck. Okay. Die einzige Möglichkeit, wie wir diese Stadt wieder verlassen können, ist, dass wir ihm helfen. Wir müssen Artefakte finden. Das Problem ist nur, er weiß nicht, wie die aussehen. Es liegt an mir, das rauszufinden. Viel Glück. Gut, ich habe dummerweise den Cthulhu aus der Tonne nicht mitgenommen. Das nervt mich jetzt schon wieder. Huch. Okay, keine Batterien. Du brauchst eine Batterie. So funktioniert das also. Ist natürlich blöd, ne? Wenn wir hier keine Batterien haben. Dann sind wir auf kurze Lichtzyklen eingestellt. Okay, damit kann ich nicht mehr fahren. Alle Räder sind, tja, platt. Ich glaube nicht, dass wir weit kommen würden. Okay. Was ist das für eine seltsame Kiste? Mal hier noch. Dicke Maus, sollte. Okay. Kommen wir da vielleicht drüber? Oder woanders hin? Wahrscheinlich ist die Tür zu. Ah ja. Also. Hier haben wir auch noch Kisten. Wahrscheinlich müssen wir einfach da drüber klettern, ne? Oder müssen wir da hoch? Hier ist eine Leiter. Ich will da hoch. Oder wir nehmen einfach diesen Balken. Kann ich den nicht da hochklettern? Vielleicht brauchen wir die alle. Ich nehme mal alle mit hier. Ich schätze, wir müssen da hochklettern. So, und jetzt noch die kleine Kiste. Da kommen wir hier auch drauf. Ah, da kommen wir auch drauf. Okay. Dann sollten wir das doch machen können. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ah, okay, da kommen wir nicht drüber. Oh, oder wir ziehen hier die Kiste raus. Batteries! Schön viel Flashlight. Ein schönes Fass, vielleicht brauchen wir das noch. Auch hier sind die Reifen zerstochen. Dieser Tunnel ist gruselig. Figur hier.
Oh, okay, hier geht's raus. Geht nicht auf. Nächstes Level. Mal sehen. Wir sind draußen. Okay. Etwas raschelt in den Bäumen. Lang. Gehen wir mal die Straße lang. Oh. Ein Auto. Hat aber auch die Reifen zerstochen. Aber zumindest ist Strom dran. Das sind nur Tiere hier im Gebüsch. Das ist wieder die Musik von Silent Hill hier. Hallo? Jemand zu Hause? Ist eine Tür auf? Da leuchtet was lila. Was leuchtet denn da lila? Okay, einige Türen sind mit purpurnen Laternen markiert. Vielleicht sollte ich mir das näher ansehen. Ist bestimmt eine gute Idee. Sehr gute Idee. Einige Türen. Das ist ja nur die eine. Hallo. The search has begun. Die Suche hat begonnen. Are you the one who started it? Excuse me, I shouldn't have asked. They always arrive by train, you know. So I guess it's not you then. Anyway. You should watch out. Weird things happen when the search is on. Die Suche ist begonnen. Bist du derjenige, der gesucht wird oder der sucht? Aber du bist mit dem Zug angekommen, deswegen kann das eigentlich nicht sein. Wie auch immer, pass auf dich auf. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Oh, hier. Wenn das Tor keine Kette hat, dann kommen wir da scheinbar durch. Paris! Direkt mal aufladen hier. So. Einige Schnitte und Schürfwunden haben wir. Ah, da müssen wir noch kein Medipack für nehmen. Okay. Oh, ich bin schon müde. Da kommen wir nicht durch. Ist jetzt die Frage, in welche Richtung gehen wir, ne?
da scheint man ja irgendwie reinzukommen. Vielleicht durch ein Fenster oder so. Ich suche erstmal hier die Gegend ab. Oh, hier ist wieder Lila. Come in. Komm rein. Oh. Oh, okay. Tja. Nur für die Batterien? Scheinbar schon. Ich lass dich mal alleine abhängen, ne? Okay. Vielleicht hängt das aber auch alles zusammen. Ich gehe mal wieder zurück. Okay, ah, die Laterne wird dann weniger, wenn man nicht mehr durchkommt. Wenigstens Kaffee kriege ich hier noch. Und einen Stift. Und was zu lesen. Willkommen in Eldritch Cove. Ruhen Sie sich aus in eins der nahegelegenen Hotels und genießen Sie Ihren Urlaub. Seien Sie sicher, dass Sie, an einen der Quaint Beaches, also Strände hier in der Cove Area, schwimmen gehen oder einen Boottrip auf dem Fluss machen, auf dem See. Vielleicht ein Spaziergang in den unglaublich coolen Wäldern, die die Stadt umgeben, wäre vielleicht auch interessant für Sie. Wir hoffen, dass Sie Ihren Aufenthalt genießen und dass Eldritch Cove ihre Urlaubserwartung zufriedenstellen wird. Nützliche Informationen. Eine Liste von Adressen und Telefonnummern. Nichts, was wirklich nützlich ist. Geschichte. Die umliegenden Dörfer nennen diese Gegend in Ehre seines ersten Bewohners. Zwischen den stark genutzten Straßen, die in der Nähe der Küste, der Bayshore, also was ist eine Bay, eine Bucht, Buchtstrand, lebte ein James Eldritch. Okay. Er hat müde Reisende aufgenommen. Und so seine Beliebtheit erlangt. Als noch mehr Leute hier hingezogen sind in diese Gegend, wurde James Farm in einem Dorf in 1912. Mhm. Und der Artikel geht über die Geschichte der Stadt. Das ist sehr interessant. Es ist nicht sehr interessant. Okay, es ist anscheinend das Touri-Center hier. Missing. Sebastian Castellanos. Ist das nicht der aus Silent Hill? Ich glaube schon. Silent Hill hat noch nicht gespielt. Ich weiß, ihr werdet mich da wieder hassen dafür. Oh, Berries. Alles klar. Tasse. Oh, was ist das? Okay, Kaffeefleck. Kaffeefleck. Den Stuhl kann ich nur drehen. Am Computer kann ich nichts machen. Da kann ich auch nichts machen. Komme ich denn hier rein? Komme ich nicht. Vermutlich auch kein Schlüssel oder so, ne? Irgendwas Verstecktes hier. Unterm Tisch. Schade.
Ja, gibt mehrere Möglichkeiten hier raus. Hier kommen wir auch wieder raus. Oder nicht? Dann aber hier. Okay, suchen wir weiter die Stadt nach Laternen ab. Ich schätze mal, irgendwann ist hier einfach Ende. Draußen bleiben. Okay, da können wir durch. Gucken wir aber erstmal, ob wir hier noch andere nette Sachen finden. Oh, diese verlassene Stadt, ey, wa? Treppen. Immer schön geschlossen halten. Hier ist dieses Zeichen aus dem Intro. Diese Hand mit dem Auge. Da auch, überall. Okay, was kann man hier tun? Da ist ein Geheimgang. Mal sehen, ob wir hier irgendwo hinkommen. Oh. Öffentliche Toiletten. Herrlich. Wie lang diese Toiletten sind. Richtig Beinfreiheit hier beim Kacken, ne? Auf dem Scheißhaus. Cthulhu. Okay. Eine seltsame Figur. Eine ungewöhnliche. Hey. Bleib auf. Das ärgert mich jetzt, dass ich die nicht gefunden habe in der... dass ich die jetzt am Bahnhof nicht mitgenommen habe. Okay, da können wir auch durch. Machen wir es mal. Ah, zu. Okay, zu. Dann die andere Seite. Es sei denn, wir müssen hier noch irgendwie was machen. Duck Jump. Ah, wir müssen bestimmt da drüber klettern irgendwie, wenn da jetzt auch noch zu ist. Kann das sein? Muss ich mir die Kisten holen? Kann ich mir die Kisten holen? Da gibt es vielleicht doch noch was anderes zu tun hier. Haben wir noch einen Hinweis? Maybe I should take a closer look. Haben wir denn die Tür mit den purpurnen Lampen alle gemacht? Vielleicht haben wir noch was vergessen. Noch ein Zettel. Also irgendwie müssen wir da noch reinkommen. Vielleicht können wir die durchwerfen oder so. Kaputt werfen. Es muss einen Schlüssel geben hier. Es muss noch einen Schlüssel geben. Sonst würden wir nicht in den Nachbarraum. Sonst hier ist ja ein Nachbarraum. Da liegt eine Note. Also irgendwie muss man da rüberkommen. Es muss noch einen Weg geben. Noch einen Weg geben. Okay, gucken wir uns nochmal in die andere Richtung um. Ich meine, da habe ich zwar nichts gesehen, aber man weiß ja nie, ne? Gibt es noch Laternen hier? Da ist auch noch ein Zaun. So. Hier war nur der. Hier war diese Parkgegend. Guck mal hier. Hier waren wir noch nicht. Vielleicht liegt hier ein Schlüssel oder sowas. Kann man was aufnehmen? Nö. Dieses Tor braucht 8 Figurins, um geöffnet zu werden. Momentan hast du 2. Du hast nicht genug davon. Locked. 8 Taler zu öffnen. Okay, also ich muss dann doch diese Figuren finden.
alle hier finden, hä? Na, hier war wieder Ende. Locked. Okay, ich würde fast sagen, man muss da irgendwie drüber. Kommt aber nicht zu. Okay. Oh. Also wir müssen den Code von diesem Ding rausfinden. Alles klar. Vielleicht finden wir den in diesem Nebenraum. Hier ist noch eine Laterne. Bibliothek betreten. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Möglicherweise finden wir einen Schlüssel oder einen Hinweis. Nachricht aus der Bibliothek. Jason, bitte bring die alten Bücher in den Keller. Du weißt, die Uncanny Ones. Der Hausmeister sagt, dass sie zu viel Krach in der Nacht machen. Okay. Okay. Die Bücher, die nachts Krach machen. In den Keller bringen. Die Geräusche sind ja interessant. Eine Nachricht aus der Jonas. Think I but I think, okay. It was something like 2049. I forgot the cellar password, but I think 2049. Oh, okay. Ah, a Zettel hier. Kellerpasswort. 2049. Mal sehen. Vielleicht ist das sogar das Passwort, was wir da bei der anderen Seite eingeben mussten. Vielleicht ist das sogar der Keller. Ah, hier. Geilen Po. Mal wieder. Tell Jonas that the code might actually be 2138. Also vielleicht auch das. Okay. Vielleicht. Das Necronomicon legen wir mal dahin. Können wir sonst noch irgendwas hier? Manchmal versteckt sich ja auch was hinter einem Buch. So gruselig, dass man hier immer die... Da oben ist noch eins. So Geräusche hört. Wie als ob einer liest oder so. Na, mal sehen. Und H.P. Lovecraft, natürlich. Der muss auch hier sein. Okay. Da geht's dann wohl in den Keller. Aber gucken wir uns erstmal hier oben ein bisschen weiter oben. Ach, das ist nur das Klo. Das Scheißhaus, meine ich. I copied the mirrored note to my journal. Was? Train ticket, newspaper.
Okay, 2-1. Jetzt haben wir sie sogar richtig rum hier. Ach so, er hat die umgeschrieben. Das war Spiegelschrift. The mirror, it might it use somehow. Ah, verstehe. Ja gut, wir haben es jetzt auch so hingekriegt, ne? Wir haben es jetzt auch so hingekriegt. Was rückwärts zu lesen, nie war ja jetzt nicht das schwerste Rätsel. Ne? Guck mal, was oben ist. Viele Bücher auf jeden Fall. Die Tür ist zu. Ah, der Computerraum. Sehr schön. Da rechts noch dran. Ja, aber ist nichts Interessantes drin. Okay. Hier auch nichts. Ah ja. Wasn't it something more like 5048? Okay, wir haben drei Möglichkeiten für den Keller. Ich denke, wir müssen wirklich in den Keller. Okay, jetzt wird das Spiel wieder cooler. Sowas mag ich so. Rumgucken. Gruselige Sounds. Wir nehmen mal direkt die letzte Nummer. Mal schön unter der Treppe gucken, ne? Ah, da kommen wir nicht her. Okay, mal gucken. 5048. Zwei, eins, drei, acht. Zwei, null, vier, neun. Okay. Alles falsch. Es muss also noch irgendwo eine Note geben. Möglicherweise. Oder wir versuchen es auch bei der Außentür. Ich gehe nochmal zum Spiegel. I no longer have use for it. Okay, also eigentlich. Das sind eigentlich die drei Zahlen, die wir gemacht haben. Something like 2049. 2138. Können wir natürlich nochmal rückwärts versuchen. Also, so wie sie da standen. Oder irgendeine Mischung, ne? 2-0, 4-9, 2-1, 3-8, 5-0, 4-8. Vielleicht müssen wir alles kombinieren. 5, 6, 7, 8, 9, 1. Ah, ist zu groß. Können natürlich versuchen, ob die andere Tür geht.
dieser Außentür. Es sei denn, wir finden jetzt hier noch irgendwo eine Note, aber eigentlich haben wir hier alles abgesucht. Hm. Genau, oben gucken. Definitiv zu. Ah, eine Cthulhu-Statue. Und der Zettel war nur hier drin. Hm. Okay, ich versuch's mal an der Außentür. Vielleicht haben wir da ja mehr Glück. Irgendwie müssen wir ja auch noch in diese, in dieses Touristenbüro reinkommen. Da ging es ja auch noch weiter. Ein Glück lädt das nicht lange hier. Okay, also das ist die Bibliothek. Es könnte gut sein, dass ja auch das hier ein Zugang zum Keller ist. Versuchen wir es mal hier. 9, 4, 0, 2. Es muss irgendwie eine Mischung sein aus diesen dreien. Vielleicht muss man die addieren, subtrahieren. Oder es gibt noch irgendwas anderes hier. Hm. Geheimnisvoll, geheimnisvoll. Die Zahlen sagen mir jetzt aber auch gar nichts. I forgot the setup. I think it was something like 2049. 2049. Tell Jason that the code might actually be 2138. War es nicht irgendwas wie 5048? Kann natürlich kombinieren. 2038, 202149. Wenn wir die vorderen Stellen und die hinteren kombinieren. Aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob man überhaupt so kompliziert denken soll oder ob es doch noch einen anderen Hinweis gibt. 2048. Okay. Es war dann doch 2048. Was haben wir hier? Lichtschalter? Der macht aber nichts. Vielleicht müssen wir erst den Strom anstellen hier im Keller. Oha. Sollten wir Bücher zum Füttern runterwerfen. Hier, nimm das. Also, warum hat das hier nicht funktioniert? Hm.
Wahrscheinlich, weil es nicht funktionieren soll. Ein Telefon. Oh, da werden wir gleich wieder angerufen hier. Ja, können wir was machen? Das kommt doch von hier irgendwo, hm? Vielleicht das Buch auch eins der Artefakte, das wir finden müssen. Das kann natürlich auch sein. Ah ja, guck mal. Okay, nehmen wir das mal. Unacknowledged History. Zwischen den meisten unscheinbaren Orten der Welt ist die Stadt Eldridge Cove verdient sicherlich den Titel der am meisten herausstechenden oder sowas. Du hast hier wirklich seit Jahren gelebt, um die Geheimnisse der Stadt irgendwie zu lüften. Unbeknownst, unbewusst zu einer großen Hauptverantwortung seiner Bewohner oder sowas, Zwischenbewohner. Die Stadt hat eine lange Geschichte von religiösen Formungen oder sowas. Viele Kulte waren in dieser Gegend aktiv. Einige von ihnen haben ihren Ursprung in der unkonventionellen Tiefe der Zeit. Also einige von ihnen haben die am meisten am Verstand verschwurbelnde Einheiten oder Götter verehrt, die jemals irgendwie, ja, bekannt waren. Lang vergessene Namen wie Glorbin, Gaulat, Uktadram und Gornayok kommen hier auf. Niemand hat jemals bestätigt, was sich upon this place, was sich hier so abzeichnet. Die flüstern hört man in der Dunkelheit, sind nur ein Hinweis auf den Terror, der viel größer ist als diejenigen, die verehrt haben oder so. Die verehrt wurden von den Bewohnern oder so. Okay. Weil diese behaupten, dass es nicht substantiated ist, muss man an die Zahlen ansehen der Leute, die verschwunden sind, um zu wissen, dass irgendwas falsch ist. Es sieht so aus, als ob sie verbunden sind mit den Leuten, die des Kults, die sich die Suche nennen. Ihre Natur ist eher mysteriös. Viele Seiten jetzt. Sind rausgerissen von dem Buch. Viele Seiten sind rausgerissen aus dem Buch. Okay, okay. Okay, okay. Wie kommen wir jetzt wieder hier raus, ne? Oh, ja, ich wusste es. You probably wonder what's going on around you. It is called the Surge. It's an event that is very dear to me. Search. I chose you as the one to conduct it because of your inclination to madness. You see,
This realm that you are in now, I call it the Interno, can't be accessed by a sane person. Soon enough, your condition will prove very useful. Behind the phone, there's a key. Take it. I've always liked the view from balconies, you know. A balcony? In seinem Telefon ist ein Schlüssel, nimm ihn. Wo? Ah. Na sowas. Ist ein Schlüssel aufgenommen. Okay, er hat jetzt nochmal gesagt, dass es hier sich um die Suche handelt und er hat mich ausgewählt. Er hat gerade mich ausgewählt, weil ich quasi eine Person bin, die nicht ganz bei Verstand ist. Und das braucht man, um in diesen Status zu kommen. Wie kommen wir jetzt wieder hier hoch? Das ist eine gute Frage. Wie kommen wir zurück, ne? Ich hoffe, ich finde das. Ich löse das Rätsel, bevor mir die Batterie ausgeht. Vom Balkon aus. Wo ist ein Balkon? Absolut dunkel. Ein Schlüssel. Okay. Wie kommen wir hier wieder raus? Oh, den hatte ich schon auf. Hier sind die Bücher, die schreien. Was war das? Was ist das? Ach, ich hab's einfach nur durch die Gegend geschoben. Ich habe keine Ahnung, wie wir rauskommen sollen. Ich habe keine Ahnung. Die Taschenlampe ist auch gleich leer. Hätte ich vorher irgendwas machen müssen? Oh, warte, hier ist ein Stuhl. Ah, warte mal. Naja, mit den Stühlen werde ich hier auch nicht rauskommen. Das kann ich, glaube ich, vergessen. Oh! Wie zum Teufel habe ich denn das gemacht? Oh, vielleicht muss ich den Schrank aufschließen. Ah, natürlich. Was? Die Rune des Verrückten. Verrückte Leute tendieren dahin, dies in Orte zu platzieren, wo sie starke Visionen haben. Einige behaupten, dieser Hinweis ist nur eine Warnung. Die andere Seite sagt, wenn der Wahnsinn dich überkommt, wenn dein Kopf klopft und deine Hände zittern, ist es, wenn du die Eldritch-Wahrheit erkennst. Deine Augen zu öffnen. Okay, das Zeichen. Ah, wir müssen vielleicht
Use the sanity eyes to manipulate your sanity. Use it to double click to the inventory tab. Ah, okay. Picked up madness knowledge. Also. Insanity might whisper to you. Und jetzt? Sollen wir beide nutzen? Madness skull. His soul still lingers around it, staring into its eyes, pushes forward insanity. Head is pounding and hands are shaking. The truth is within your grasp. Oh. 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 Weil wir jetzt so langsam durchdrehen. Für mir jetzt einen Weg hier raus. Oh, oh. Alles klar. Jetzt sehen wir, wie es wirklich ist. Oh, das ist cool. Cooles Konzept. Cooles Konzept. Okay, dann müssen wir hoch. Also kommen wir wieder hier raus. Okay. Jetzt kommen wir möglicherweise an Orte, wo wir vorher nicht hingekommen sind. Er liebte den Blick vom Balkon. Oben nochmal gucken. Gab es einen Balkon? Hier war nur der Computerraum. Da, es gab auch noch andere Balkone draußen in der Stadt. Interessant. Also wir müssen verrückt werden, damit das klappt. Wir können natürlich die andere Tür nochmal die anderen Passwörter ausprobieren und auch kombinieren, ob das vielleicht irgendeinen Unterschied macht. Oh. Schau die... okay. Schau die Gegner nicht zu lange an. Ah, verstehe. Ich versuche mal hier andere, ne? Was war's? 2048? Oder 5038. Oder 5049. Okay, dann kriegen wir das Passwort davon wahrscheinlich woanders her. Wo war denn diese... Wo war denn diese... genau. Wo war denn diese Touristeninformation? Aber ich glaube, wir sind hier auf der Reihe.
Erstmal umdekorieren hier. Zack. Oh, hat nicht geklappt. Apartmentkomplex abgeschlossen. Was gibt's denn noch hier? Ist ein Schrank. Also überall, wo das Auge ist, gibt es möglicherweise Informationen. Ah, ein Schlüssel. Schlüssel aufgehoben. Gucken wir mal, ob wir das lösen können hier. Kann ich hier benutzen? Vielleicht hier? Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Aber jetzt sind wir natürlich nicht mehr zu diesem... Okay. Ja, ist ja gut. Fliegen. Das Schloss ist kaputt. Oh, schon alle. Wie schade. Die Bretter irgendwie entfernen. Okay, das ist nur die Taschenlampe. Vielleicht, pass auf, müssen wir wahrscheinlich mit dem Stein dagegen werfen oder so. Naja. Alles klar. Die Musik ist schon ekelhaft irgendwie, ne? Eine alte Schreibmaschine. Und Klopapier. Retter der Apokalypse. Oh, was ist denn da? Ein Pilz. Ein Ignoramus-Pilz. Und eine Säge. Okay, was macht der Pilz? Zutat eine Anti-Halluzinagen-Droge. Mal gucken, ob ich hier vernehmen kann. Ah. Okay, sollten die jetzt nicht weg sein hier? Vielleicht muss ich noch einen zweiten Pilz finden. Ich brauche bestimmt zwei Pilze. Sane but ignorant to the truth. Okay. Oh, es dauert ein bisschen. Alles klar. So kriegen wir den Weg wieder frei. Ist ja interessante Spielmechanik hier. Zu den Treppen. Madmans Wissen, also das Wissen des Verrückten. Aufgehoben. Damit können wir uns wieder in die andere Welt bringen. Oh, hier ist wieder ein Telefon. Telefon. Oh. Irgendwas Interessantes.
Schnaps. Was leuchtet hier so grün in der Ecke? Was versteckt sich hier? Wellers Tagebuch. Dieses Apartmentgebäude wird immer mehr und mehr ungemütlich. Als erstes sind komische und disheveled Leute hingen hier ab. Dann diese schreckliche Renovierung. Es war erst normales Zeug am Anfang. Bohrgeräusche und so. Whatnot, keine Ahnung, klopfen. Aber die Anzahl der Rohren, die sie in diesen Raum gebracht haben, fragt dich, was zur Hölle sie da gebaut haben. Ein paar Mal hörte ich diese donnerartigen Geräusche, so als ob das gesamte Gerüst eingraviert wird. Wie auch immer, es gibt keine Zeichen von diesen Dingen. Zumindest nicht in den Korridoren. Und der Superintendent, tja, hat mich quasi den Kopf gewaschen, als ich es erwähnt habe. Ein andermal konnte ich ungöttliche Geräusche aus den Wänden hören. Ich will mir gar nicht vorstellen, was hinter ihnen so abgeht. Oh. Durch die versteckte Tür gehen. Okay, vielleicht machen wir das. Oh. Na sowas. Alles so ein bisschen verbuggt hier. Ich vermute mal, da ist da auch nichts, was irgendwie von Interesse ist. Gehen wir durch die versteckte Tür. Oder gehen wir die Treppen hoch? Oder hier den Gang weiter? Is broken. Hier ist auch noch was. Oh, ist das? Nail Polish Remover. Nagellackentferner. Super mild. Oberste Schublade geht nie auf. Hm. Okay, da ist auch nichts drin. Hier liegt aber eine Note. Eine dreckige Taschenuhr aufgenommen. Es wurde mit einem schwarzen Fischschiff drüber gemalt. Kurze Nachricht. Walter, kannst du meine Uhr reparieren, wenn ich weg bin? Sieht so aus, als ob sie feststeckt. Oh. Und Arlene hat überall drüber gekritzelt. Aber ich kann es nicht abkriegen. Kannst du mir damit helfen? XOXO. Also Küsschen, Küsschen. Ah, okay. Mushroom, der einen wieder gesund macht. Da liegt doch was drin. Na, nur Fun. Die Geräusche, ey. Okay, haben wir noch mehr hiervon? An wen auch immer es kümmert. Ich weiß nicht, was in diesem Raum abgeht. Aber der Gestank ist unerträglich. Mach, dass es weggeht. Ich bitte dich drum. Deswegen die Fliegen. Oh.
komme jetzt einfach wieder zurück. Drei. Okay, ich gehe mal durch den geheimen Raum und guck, was da passiert. Same side. How did you get in here? I was traveling to meet my friend who lives here. As I was driving into town, a heavy fog came down and the town felt very empty. In fact, I haven't met anyone since I drove into the town. Well, until now. I went inside and saw this thing. I wanted to get out of this building, but I couldn't. Every door and window was somehow locked. Decided to hide in here and boarded up the room. I just found a way in. You can leave through the apartment behind the barricade at the end of the corridor. Oh, thank God. But this town is full of monsters. You should find a safe hiding spot. Any suggestions? Yeah. There is this tourist information center. It was boarded up nicely and seemed way safer than this place. Okay, I will meet you there. One more thing. I found this key. I couldn't find a use for it. Maybe you will. I'll get going now. Okay, wir haben einen Schlüssel erhalten. Ich weiß nicht, wofür er ist. Geh du mal. Oh, Entschuldigung. Okay, eine Note. Eine Note. Einige Türen sind mit... Okay, das haben wir schon. Soll das Touristencenter besuchen. Und The Batman's Room, das hatten wir schon. Achso, das war das hier wahrscheinlich. Objectives. Das. Okay. Könnte der Schlüssel wohl sein. Also sie war in dieser Stadt, um jemanden zu besuchen, hat sie übrigens gesagt. Und plötzlich kam der Nebel auf und sie hat sich hier versteckt. Und ich bin der erste Mensch, den sie auch sieht. Und dann hat er vorgeschlagen, dass sie sich im Touristencenter zu verstecken. Da es da viel sicherer ist. Jede Tür sein, ne? Vielleicht diese mit dem Zettel drauf. Seems to stuck. Okay. Okay, jetzt sieht's auch anders aus hier. Horrid pyramid thing is red. Edgeless water on the red right lies dead. Yellow any neighbors like not. In its four walls is going to rot. The fourth one a company always enjoyed. Between two other it is deployed. Definitiv ein Rätsel. Aber für was? Farben zu tun, würde ich sagen. Ja. Okay, Fahrstuhl können wir, glaube ich, vergessen.
hier noch eine abgeschlossene Tür irgendwo? Ich glaube nicht. Okay, gehen wir mal hoch. Und da runter? War hier noch eine Tür? Nee, da war was zu. Ebene 3 haben wir dann noch. Die jetzt auf ist? Nee, die war vorher schon auch schon auf. Okay. Da kommen wir eine Ebene runter. Appendix from the Unacknowledged History. Ah, ein Teil der Unacknowledged History. Also das Buch, was wir da im Keller gefunden haben. Während meinem ersten Aufenthalt in Eldritch Cove habe ich einige morbide Gerüchte überhört über ein Apartment Building. Ich habe mich entschlossen, dort einzuziehen und es zu untersuchen. Tag 1. Das erste ungewöhnliche Ding. Komische Leute in dem Gebäude rumlungern. Der Aufzug geht nicht höher als der erste Flur. Ironisch. Tag 3. Einer der Nachbarn hat behauptet, dass der Verwalter oder Superintendent, ja, Hausmeister, taub ist. Was Anfragen angeht, was diese Sheriff People angeht, also diese Leute, die da sind in dem Flur. Tag 4. Es gab viele verrückte Geräusche in der Nacht. Ich glaube, ich habe sogar einige Chanting gehört. Ich weiß nicht, was Chanting ist. Tag 10. Ein fauler Gestank von Verwesung dominiert. Oder ist im zweiten Flur. Der Hausmeister sagt, dass seine Arme gefesselt sind. Also seine Hände sind, ihm sind die Hände gebunden, wenn das Problem aufgekommen ist. Tag 21. Ich habe die Quelle der komischen Geräusche ausfindig gemacht. Es ist ein Apartment auf der dritten Ebene. Tag 23. A leaf dropped on that apartment. Keine Ahnung. Irgendwas hat er fallen gelassen auf dem Apartment. Oder keine Ahnung, was das heißt. Leaves dropped. Es war irgendeine Art von Lektüre. Verwickelt mit unverständlichen Formeln oder sowas. Irgendjemand hat darüber geredet, das geopferte Fleisch und die Wuring Energie, Tag 31. Der Hausmeister arbeitet auch im Krankenhaus. Sein zweiter Job ist Leichen Corpse Disposal, Leichenbeschauer oder sowas. Wir durchsuchen hier alles. Wir durchsuchen. Oh, da hängt was. Oder nicht? Oder doch? Hängt was, aber hängt halt. Okay, wir kommen runter in dieses Apartment. Oh, hier, Schädel. Mal sehen, wofür wir das brauchen. Ob wir das noch brauchen für irgendwas. Ich bleib erstmal hier oben. Kann ich nicht benutzen. Okay, hier haben wir noch einen Madness Wisdom Schädel. Und der Aufzug, wo wir nicht weiterkommen. Mal gucken. Aber hier kommen wir hin. Aua. Oh. Ah, ist das dieser stinkende Raum hier? Müssen wir fegen?
einfache Technik, um getrocknetes Fleisch herzustellen. Getrocknetes Fleisch unter natürlichen Temperaturen, Humidity und Zirkulation der Luft ist das die älteste Methode, um Fleisch zu konservieren. Es basiert auf der nach und nach Dehydration der Fleischstücke. Warme, trockene Luft mit einer niedrigen, wahrscheinlich Feuchtigkeit von ungefähr 30% und einem sehr kleinen Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht sind optimale Konditionen, damit das Fleisch trocknet. Wie auch immer, Fleisch zu trocknen kann auch mit einem guten Ergebnis unter eher schlechten Umständen erzielt werden. Oh! Ein kleiner Schlüssel aufgehoben. Deswegen stinkt das hier so komisch. Das war der Fleischraum. Okay, stuck. Hier geht's hoch. Wofür brauchen wir den kleinen Schlüssel? Wofür brauchen wir den kleinen Schlüssel? Wofür brauchen wir den kleinen Schlüssel? Okay, beide Schlüssel sind nicht dafür. Vielleicht für einen Schrank oder so? Fleischraum. Seems to be stuck. Gibt's hier noch irgendwas? Einen kleinen Schlüssel für gebrauchen könnten. Sieht ja halt eher nach einem Schrank aus, der abgeschlossen ist oder so. Okay. Die Uhr im zweiten Flur. Ende des Korridors sieht komisch aus. Okay, scheinbar eine Uhrzeit. Wir müssen die Uhrzeit einstellen. Oh. Ah. Ein Geheimgang. Oh, auf wie viel Uhr müssen wir sie stellen? Gemalt. Vielleicht müssen wir die reinigen und sehen die Uhrzeit. Dann wissen wir, welche Uhrzeit wir einstellen müssen. Ah, aber wo reinigen sie? In der Badewanne. In der Badewanne. Ich konnte die nicht mit Wasser... Ah, warte mal. Wir haben nur noch hier... Ah, okay. Ich habe das gekritzelte. Es ist um 9.25 Uhr stehen geblieben. Ah, sehr gut. 9:55 Uhr. Rätsel gelöst. Oha. Ein grünen Stab aufgehoben. Ist da drin? Ja, ich gehe ja schon ran. You've met my friends, haven't you? Das ist meine Freunde getroffen, ne? One to aid me in the search. Hopefully you will be the last one. If you aren't though, you will be corrupted after a time, like the other ones. Okay. Oh. Fleisch. Jetzt die Schlüssel noch. Was haben wir hier gefunden? Ein grüner Stab.
ist ja ein cooles Bild. Irgendwie. Okay, ich gehe nochmal oben gucken. Hier ist auch noch ein Telefon. Jetzt haben wir noch den Pilz, diese... Madman's Knowledge und Madman's Wisdom. Anscheinend kann man damit was anderes machen. Ah, wir müssen diese Stäbe einsetzen. Die müssen wir hier irgendwo einsetzen. Okay. Ja, ist dasselbe Rätsel wie in Amnesia. Wir brauchen 6 Stäbe. Okay. Oh, müssen wir alle hier lösen? Mal sehen, was wir oben noch finden. Ob es da noch mehr Türen gibt. Oh, kleiner Schlüssel fürs Schloss natürlich. Oh, krasse. Okay. Der blaue Stab. Das sieht aus wie verdorbenes Obst. Was zur Hölle ist das? Okay, eine Note. Ein Teil A2 Anhang von der Unknowledge History. Ich habe etwas getan, was vielleicht exzessiv wirkt. Ich habe mir Zugang zum Dach verschafft. Ich konnte ansehen, was in einigen Räumen des dritten Flurs passiert. Eines Nachts habe ich gewartet, bis ich die merkwürdigen Geräusche gehört habe, die aus diesem Apartmentraum kommen. Ich bin zum Dach gegangen und habe einen Teil davon abgemacht oder sowas. Auf diesem Weg konnte ich sehen, achso, vom Dach, ein Teil des Daches abgemacht. Auf diesem Weg konnte ich durchsehen, durch die Himmelslichter sehen. Wie ich erwartet hatte, ist der Raum ein okkulter Ort oder so. Sie scheinen zu einem Gnordabbauen, also einen Gnordabknochen anzubeten, der vor einem Bild platziert wurde, das aus meiner Sicht nicht meiner Sicht war. Ich kann nur raten, welche Gottheit sie verehrt haben. Aber ich habe Angst, diesen verfluchten Namen niederzuschreiben. Ich habe nicht viele Rituale gesehen von Beten und Opfergaben. Die Betten auf dieser einen Seite sehen nicht so aus, als ob sie fürs Schlaf gedacht sind, weil jeder ist gegangen, als sie fertig waren. Oh, okay, Opfergabe. Ja, ich verstehe. Skinless One is working from beyond comes again. It's coming. Climb the highest tower. Kletter den höchsten Turm hoch. Durch die Tore. Innere hat mir gefallen. Ich schmelze von innen oder sowas. Ich zerfließe von innen. Sicky, sicky. Immer noch diese Ach, das ist bestimmt der Schlüssel für den Nebenraum für das Touristencenter.
natürlich die Frage, ne, ob wir hier jetzt diesen Schädel nochmal anschmeißen oder ob wir zurück zum Touristencenter gehen, wenn das denn möglich ist. Ich denke, wir müssen hier erstmal etwas lösen. Okay, hier vielleicht noch den Schlüssel. Ah, der ist für diesen Raum. Na, sowas. Okay. Okay, hier hat sich was verändert. Der Raum hat sich wieder verändert. Eine Figur gefunden. Und wir kommen jetzt eine Ebene höher. Stairs. Das war vorher nicht so. Ah, hier ist wieder die Hand. Hier können wir wieder unsere Insanity benutzen. Oha. Oh. The Yellow Rod. Das ist cool. Die Ebene höher. Hier haben wir auch alles erledigt. Nee, da geht's runter. Hier geht's runter. Wir kommen nicht eine Ebene höher. Das ist alles so, wie es sein soll. Seems to be stuck. Ich muss gleich nochmal in das Rätsel gucken. Okay. Was verändert? Muss mal alles absuchen hier. Auch nochmal in die untere Ebene gehen. Dann nochmal gucken. Ich weiß nicht, wie viele von wir von diesen Stäben brauchen. Vier Stück? Brauchten wir vier oder brauchten wir sechs? Und dieser komische Raum war, glaube ich, eh unten. Ebene 2, Ebene 1. Kann man nicht durch. Hier war der Fleischraum. Ja. Alles zu. Ah, hier. Okay. Jetzt haben wir auch keinen Schlüssel mehr und nicht, ne? Nur diese Dinger. Okay, okay. Dann gucken wir gleich nochmal rein. Also ich würde sagen, wir haben jetzt alle Stäbe, die wir brauchen. Red. Headless water on the red's right lies dead. Yellow any neighbors likes not. This forward is going to be rot. The
fourth one a company always enjoyed. Between two others, it is deployed. The horrid pyramid thing is red. Edgeless water. When rats lie, lies dead. Also Pyramide rot. Pyramide wird Dreieck sein, rot. Dann Edgeless Water ist wahrscheinlich blau. On Red's Right liegt tot. Also Kreis, rechts, blau, rechts daneben. Yellow, any neighbors likes not. Also mag keine Nachbarn, gelb. In seinen vier Wänden wird es verrotten. Also gelb ist Viereck. Gelb. The fourth one a company always enjoyed. Between two others it is deployed. Der vierte zwischen zwei anderen. Okay. Also, rot in ein Dreieck. Das kann natürlich das oder das sein. Aber da blau rechts daneben sein muss. Wenn ein Viereck gelb wird in einem Viereck verrotten. Und grün wird zwischen zwei anderen platziert. Also entweder da. Richtig? The wheel is stuck. Oder da. Okay, alle sind im Ort. Ja, das war auch einfach. Die Maschine funktioniert. Tür ist auf. Gemütlich. What if something goes wrong? Nothing will go wrong. Can't be sure of that. The ritual hasn't been attempted for centuries. It's going to be fine. Okay, was, wenn was schief geht? Nichts wird schief gehen. Das Ritual wurde schon seit Jahrhunderten nicht mehr benutzt. Müssen wir irgendwas tun? Oh, so kommen wir wieder raus. So sind wir wieder im... Oh, wir dürfen es nicht angucken. Wo sind wir denn hier? Oh, der Spinne. Irgendwie müssen wir wieder zurück. Sollte ich das nehmen? Zu nehmen.
nicht durch. Ah, wir müssten vielleicht hier hoch. Ja, da waren wir doch. Da waren wir doch. Wir müssen es irgendwie wieder zum Touristencenter schaffen. War hier. Da ist sie ja. Hi. We need to get out of this town. We need to get out of this town. Okay. Ja, wir müssen hier raus. Hast du absolut recht. That girl when I give this occasion. Ich komme immer noch nicht da. Schade, ich dachte, wir könnten mit dem Feuerlöscher hier die Scheibe einwerfen, aber vielleicht mit irgendwas anderem. Dem Kaffeebecher. Okay, ich mache jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, wir starten nochmal von hier, denn ich habe gesehen beim Schneiden, dass ich dieses Ding hier vergessen habe und das beantwortet auch meine Frage. Ein Lockpick-Tool. Das beantwortet auch meine Frage, wie wir da in der Touristeninformation, wie wir da durchkommen. Und jetzt muss ich mal nochmal überlegen, wie wir da hinkommen. Ich glaube, wir können einfach hier bleiben und geradeaus durchrennen. Oder so. Oder hier. Wo war das denn nochmal? Irgendwie... Da, hier ist das. Ah, so war ja richtig. Irgendwie müssen wir auf jeden Fall noch in diese Tür neben dem... neben der Bibliothek rein. Da war ja auch noch eine Tür mit Keycode. Wo ist die Olle denn jetzt hin? Egal, ich... Cannot use this item this way. I don't know how to pick locks. Maybe someone else will find this for... Oh, oh. Ah, warte mal. Vielleicht bin ich noch in meinem paranoiden Modus und muss erst wieder den Pilz fressen, damit alles weggeht. Weil ich die Wahrheit jetzt nicht sehe. Warte, muss ich nochmal rumrennen? Das ist ziemlich cool gemacht, wenn das so ist. So, mal gucken, ob sie jetzt da ist. Sie ist weg. Ist das ein Bug? Hätten wir es woanders machen müssen? Also nur sie kann das Lockpicken anscheinend. Okay, ich renne einmal um den Block oder so. Und dann machen wir ein Lockpick. Aber hier müssten doch eigentlich auch die Monster rumrennen. Oder? Okay, rennen wir nochmal zurück. Verrückt alles. Sie ist einfach nicht da. Okay, ich lade nochmal das... No. Ich lade nochmal das Save Game. Load Game. Das hier. Wo wir da stehen. Und dann kann ich einfach zurückrennen und das holen. Und müsste eigentlich dasselbe Ergebnis haben. Wenn sie dann da ist. Ich hoffe, dass sie da ist. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Dann ist das Spiel schon wieder fucked. Ja, da ist sie auf jeden Fall. Okay. Das heißt, ich brauche jetzt nur zurückrennen. Ich glaube, einmal hier um die Ecke war das. Und da müsste irgendwo die Tür sein. Gott, ist das laut. Wo ich rausgekommen bin. Hier. War es hier? Hier? Hier. Und hier ist das Lockpick. Die Musik ist gerade sehr creepy irgendwie.
Ich hoffe, sie ist jetzt immer noch da. Nimm ich auf! So. Hey! This damn place. Ja. Können wir da rein? This damn place. Komm, kann ich dir das jetzt geben? A lockpick? Ja. I can't make use of it. Do you have any ideas on how to pick locks? Yes and no. I tried it once as a teenager, but that's about it. I guess I can try and practice while I hide in here. It's not like I got much more to do anyway. Oh, I almost forgot. I was looking through this office, and I found a scrap of paper stuck under the computer. It has a code on it. Maybe you will find that useful. Ein Code! Keypad Memo. Okay. Where have you been? Machst du jetzt das Lock auf oder nicht? Okay, das heißt, wir müssen nochmal zurück. Warte mal. Keypad Memo. Corner Entrance. 2137. Okay, versuchen wir das mal. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo die Corner war. Ich glaube hier. Ja, hier war ja auch die Bücherei. Hier müsste eigentlich auch dieses... Oder nicht? Oder doch? Ich habe schon wieder komplett die Orientierung verloren hier. Hier, warte mal. Nein, nicht Library. Nein, nicht Library. Ich sehe gerade, hier steht Loading, da steht's nicht. Okay, wieder raus. Ganz schön lange Ladezeiten. Ich weiß gar nicht, ob das bei Amnesia auch so war. Aber wird wohl, ne? Whatever. Ich will zu dem anderen Lock-Dingens. Irgendwo hier um die Ecke war das. Hier. Da. Und es war 2137. Alles klar, das hat funktioniert. Ich hätte jetzt auch nicht gewusst. Okay. Ich dachte, wir betreten einen neuen Raum. Ist das... Türen, die ich nicht öffnen kann? Da komme ich auf gar keinen Fall rein. Ein Telefon. Werden wir wieder angerufen? Hier ist einfach nichts. Hier ist noch eine Tür. Hä? Okay. Ah, da geht's noch weiter. Oh, eine Note. It's locked. Caretaker's Memo, also auf Hausmeister, nein. Aufgrund der letzten Zwischenfälle musste ich die Schlösser austauschen. Falls du noch nicht deine Kopie des Schlüssels erhalten hast, kontaktiere mich bitte. In dem Fall, dass ich nicht hier in der Nähe bin, kannst du mich im Touristencenter finden. Okay. Der Hausmeister. Ich wusste, dass das klingelt. I'm experiencing this all like a dream. I don't have much control over it.
is where the seat is. That is where you come in. Find the artifacts and free us from this nightmare. Okay. Also er hat so sinngemäß gesagt, bei dem Ritual hat er versucht, diesen Gott, dieses Wesen zu isolieren, aber es hat nicht geklappt. Stattdessen ist er jetzt mit ihm hier gefangen und der einzige Weg, und für ihn ist das halt wie im Traum, er hat nicht wirklich Einfluss auf das, was er hier machen kann. Deswegen gibt es die Seekers, also die Sucher, und wir sind einer davon und wir müssen die Artefakte finden, die halt einfach verschwunden sind beim Ritual. Und wir müssen dann quasi alles wieder fixen, so mehr oder weniger. So, der Caretaker soll irgendwo im in der Touristeninformation sein. Da hoffen wir erstmal. Okay. Ich verlaufe mich hier immer wieder. Aber ich glaube, hier sind wir richtig. So groß ist das hier eigentlich auch gar nicht. Vielleicht lässt sie uns ja jetzt rein. Wir haben ihr das Lockpick ja schon gegeben. Back already? I have good news and bad news. Good news is that I managed to open this door. Bad news is that I succeeded only because the lock is worn down and very simple. I don't think I can open anything more complicated. Anyway, if I do manage to open something else, I'll let you know. By the way, what are you doing when you aren't here? I'm looking for something. And what would that be? I don't know. I mean, it's complicated. I will tell you though, at least once I wrap my head around this whole situation. Sure. Okay. Sehr, eine gute und eine schlechte Nachricht für uns. Die gute Nachricht ist, das Schloss ist auf. Die schlechte Nachricht ist, es war so einfach, dass sie nicht glaubt, dass sie es nochmal schaffen wird, ein anderes Schloss zu öffnen. Und dann hat sie uns gefragt, was wir in so einem richtigen Leben machen. Und ja, sagen wir es mal so, er hat gesagt, na, ich suche etwas. Also er hat nicht wirklich Interesse daran, nach dieser Scheiße hier mit ihr was zu machen. Okay. Hier gibt es wieder nur Besteck, ey. Zweite Schublade geht gar nicht mehr auf. Klemmt. Noch mehr Besteck. Das ist eine Mini-Mini-Küche. Wofür brauchen wir so viel Besteck für so eine Mini-Küche? Die können wir gar nicht mehr aufrühren. Egal, hier ist eine Note. Touristencenter Keller-Memo. Janice. Ich muss in den Hardware-Store gehen. Also in den Werkzeugladen gehen. Ich werde für 2 bis 3 Stunden weg sein. Falls jemand vom Apartment-Gebäude kommt und nach mir fragt oder einer verschlossenen Tür, gib ihm meine Ersatzschlüssel. Ich habe sie in der Vase in unserem Keller versteckt. David. Gut, wir kriegen wieder Batterien. Wir dürfen wieder in den Keller. Yay, da schmeiße ich doch den Bleistift weg. First Aid. Alles klar. Medikit. Uns geht's aber noch. Few cuts and bruises. Also uns geht's noch okay. Ab in den Keller. Schicken wir ihn doch in den Keller. Ich sag's euch. Ich sag's euch immer wieder. Alles klar. Achso, ich muss erst die Batterien in die Taschenlampe ziehen. Aber hier ist ja relativ hell. Okay, die Vase, die Vase. Hier muss irgendwo eine Vase sein. Ganz schön viele Stromkästen hier immer. Hier sind verschiedene Schlösser. Okay, hier können wir uns wieder was bauen. Auch bewegen. Okay, ja, gut. Wahrscheinlich, um da drüber zu kommen. Schritt 1. Schritt 2, kommen wir zurück. Wir sollten vielleicht so eine kleine Kiste mal noch rüberschmeißen. Man weiß ja nicht, was so drüben ist. Oh, wir brauchen die kleine Kiste. Wir brauchen... Oh ne, brauchen wir doch nicht. Kommen wir so wieder zurück. Ja, sollte klappen. Ist auch zu. Da, die Vase. Da ist die Vase. Unter der Vase. Ach, hier ist auch noch eine Kiste. Okay, wir hätten diesen. Guck mal hier rein. Möglicherweise. Nein, es ist nicht Half-Life. Wir kommen nicht überall rein. Oh, da sagst du was, du. Half-Life ist ja auch noch eine Sache, die ich noch unbedingt weiterspielen muss. Ist auch zu. Was haben wir da?
kaputtes Schloss. Okay, müssen wir damit vielleicht was kaputt werfen? Ach, das Schloss. Ah, warte. Ich verstehe. Das Schloss ist kaputt hier. Hiervon. Okay, was haben wir hier? Noch ein Schrank, noch mehr Batterien. Pfanne und was ist da unten? Cthulhu-Statue. Ding Dong. Vielleicht brauchen wir diese. Ah, warte mal, müssen wir hier durch wieder raus? So vielleicht? Kommen wir da nicht mehr her. Brauchen wir das vielleicht? Das Licht da? Pilze! Oh, okay. Vielleicht müssen wir wieder diese. Ah, wie kommen wir hier zu der Vase rein? Vielleicht müssen wir wieder diese Pilze essen. Wäre natürlich eine Möglichkeit. Wir haben noch diese Schädel, ne? Ansonsten weiß ich nicht, wie wir da reinkommen sollen ohne. Ist auf jeden Fall offen. Hier ist nicht offen. Okay, ich würde sagen, wir essen mal hier die Schädel. Ich weiß nicht, ob wir einen Schädel essen müssen oder zwei. Die Verwirrtheit dann größer wird. You are treading a path which goes beyond. Sanity is not dangerous. Make sure you stay in the light and to make progress. Okay, es scheint nicht wirklich was gebracht zu haben. Ob wir hier wieder zurückkommen. Oha, das ja. Ich meine, ich bin noch im Licht, ne? Das jetzt so gut war. So Flecken oder so, die irgendwo hinzeigen. Scheiße, er ist doch scheiße in dem Modus. Kann ich nochmal den Pilz fressen? Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich was gebracht hat hier. Ah, warte mal, vielleicht kommen wir doch hier hin. Kommen wir doch hier hin? Kommen wir da vielleicht drüber? Ah, wir kommen doch da hin. Nicht wirklich. Es war Wunschdenken. Können wir irgendwie. Können wir die da drüber werfen?
Oh. Ja. Nein. Nein, das geht wirklich. Ah, alles klar. Apartment Key. Okay, wir hätten unseren Pilz gar nicht verschwenden müssen. Egal. Wir haben... Oh. Okay, okay. Wir drehen nicht durch. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ich sehe gerade... Ihr seht überhaupt gar keinen Ladebildschirm. Doch jetzt einmal kurz. Oh, okay. I'm going on the other side of the barricade. You are next to the park. Is that so? I should probably follow you. I wouldn't like to stay too far behind. I'll follow you once you secure the path. All right. Take care. Sie ist weg. Okay, es ist nicht... Oh, bitte stürz nicht ab. Es ist nicht ganz safe, aber egal. So, wo muss ich lang? Ich brauche noch einen Pilz eigentlich. Noch eine Taschenlampe. Okay. Oh. Oh no. Ich weiß nicht mehr, wo dieses Scheiß... Oh, hätte ich mal diese Dinger nicht... Ah, hier. Hier, da. Dann um die Ecke. Lass mich in Ruhe. Okay. Was? End of Episode 1? Eldritch Cove? A mod by Darkfire. Okay. Ich wusste nicht, dass das in Episoden serviert wird, aber ja gut. Custom Assets. Penumbra. Ach, wie geil. Die muss ich auch noch spielen. Penumbra. Okay, ja, das war Eldritch Cove. Und bis auf ein, zwei kleine Bugs war es ganz cool. War es echt cool. Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ich lasse jetzt einfach den Abspann laufen. Es wird ja auch gesungen. Thank you for playing. Falls es da mal eine Episode 2 gibt, spielen wir natürlich auch. Ne? Lasst wie immer eine Bewertung auf dem Video, ne? Schreibt einen netten Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Horror-Game wieder, wenn ihr mögt. Haut rein. Ciao.